Hallo Leute, Marc Bellinghaus. Ich bin für dieses Video extra in die kleine, aber feine Autobahnkapelle in Münster-Rooksel gefahren, weil ich ein paar wirklich wichtige Worte an die Pastorin und Ex-Vorsitzende der Evangelischen Kirche Münz-Deutschland richten muss. Und zwar ernste Worte. Frau Kurschus, ich habe hier über 300 Briefe und E-Mails von Missbrauchsopfern beider Kirchen und teilweise Missbrauchsopfer, die von ihrer eigenen Familie missbraucht wurden, die sich an mich gewendet haben in ihrer Not. Ich erwarte, wir erwarten, dass Sie Ihren Titel, Ihren Ehrendoktor, sofort zurückgeben. Es kann doch wohl nicht angehen, dass eine Frau, die so viel Macht in ihren Händen hatte, uns Missbrauchsopfer kaltblütig und absolut herzlos hintergangen hat. Dass sie von Missbrauch wussten seit den 1990er Jahren und nichts taten. Da gehört sehr, sehr viel Eiseskälte dazu, Frau Kurschus. Ich richte diesen Appell von über 300 Missbrauchsopfern hier. Die sind meisten von denen sind auch anonym, das ist klar, weil die Angst haben. Die wollen sich nicht hinstellen und an die Zielscheibe sein, so wie ich, von irgendwelchen Leuten, die mich hassen, weil ich die Wahrheit ausspreche. Gegen eine Kirche, die fast obsolet geworden ist, durch ihre eigene Vorsitzende Annette Kurschus. Und daher fordere ich von Ihnen, dass Sie Ihren Ehrendoktortitel Dr. H.C. von sich aus zurückgeben. Sie brauchen nur googeln. Ich habe es geschafft, vor 2 Jahren den Kammerschauspieltitel von Herrn Hermann Burg, der mich im Theater Koblenz missbrauchte, zurückzufordern. Die Stadt Koblenz hat diesen Herrn kontaktiert, nachdem ich denen mein Video vorgespielt habe. Knallharte Beweise. Und aus dem Grund, Frau Kurschus, das ist nicht lustig, fordere ich, dass Sie endlich diesen Titel zurückgeben und damit können Sie dann sagen, Sie sind mit Gott und sich selbst im Reinen, weil ich bin es. Ich brauche mich nicht mehr schämen, dass ich als Kind missbraucht wurde. Und noch dazu, und das habe ich erst herausgefunden, auf Anweisung von drei ihrer Vorgänger. Und der eine heißt Hans Puttfank. Ich habe genügend Beweise, und das wissen Sie auch, Frau Kurschus. Aus dem Grund haben Sie damals behauptet, ich hätte sie bedroht. Ich bin Opfer der Kirche, ich bin kein Täter. Und das war ihre einzige Reaktion, dass sie behaupten, ich hätte sie bedroht. Da oben ist Jesus. Jesus ist mein Zeuge, dass ich die Wahrheit spreche und dass ich von dieser evangelischen Kirche endlich Recht einfordere. Und das Recht wäre, dass Sie mich zum Nachfolger von Annette Kurschus ernennen. Egal wie, aber Sie tun es. Denn ich habe genügend Beweise, dass ich wirklich absolut unschuldig bin. Ich kann nichts für meine Abstammung. Und Gott ist mein Zeuge.
Amen.